Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Die nächste Folge im Road to Commanders Online. Wir haben endlich mal eine Multiteam-Lobby, die einigermaßen aussieht, Freunde. Und die Scar ist natürlich jetzt auch frei. So, und wo ist der? Der... Oh, das war perfekt. Nein, es war nicht ganz perfekt. Ich hätte nicht sterben dürfen. Egal, okay, let's go. Also wir haben endlich mal eine Multiteam-Runde gefunden. Auf dezenter Basis, Freunde. Und jetzt haben wir auch einen Tryhard-Teammate, der mir natürlich hier helfen wird, die Orbis zu machen. Sehr gut. Okay, der nimmt genau meine Laufwege, Ehrenmann. Genau, Leute. Also, endlich mal Multiteam und endlich mal Scar. Wir haben jetzt endlich ein paar Sachen, die ich die ganze Zeit haben wollte, geschafft. So. Nein. Danke. Ich habe sogar schnell Ziehen auf die Scar geschnallt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Wir müssen jetzt mehr in die Stellung laufen, sonst bringt das hier alles nichts. Wir brauchen Orbi. So. Ich gucke mir die Lobby jetzt auch gar nicht mehr an. Wir werden die Runde natürlich auch nur einmal bekommen. Deswegen müssen wir alles rausholen, was geht. Kommt keiner. Nächste Stellung ist hier unten die. Oh, das ist eine der besten Stellungen. Das ist eine der besten Stellungen zum Boosten. Irgendwie passiert hier gerade nicht. So, okay. Okay, wir haben aber ein paar Gegner. Also eigentlich müsste hier was kommen. Schnell, 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 schnell. Scheiße, er hat Power Position. Okay. Drohne. Wollen die Gegner nicht in die Stellung gehen, oder? Doch, 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 okay. Nein, hätte ich den gekriegt. Nein, hätte ich den einfach gekriegt für Orbi. Ich hätte 600 Punkte gekriegt. Oh. Ja, Teammate, ich wusste, einer von uns beide wird einen Orbi halt machen. Er war's, Ehrenmann. So, hello again. So. Ja, Leute. Boah, das war sehr schön. Schön Punkte mitgegeiert. Hinter mir geiern die richtig hart auf mich. So. Das ist nicht normal. Er hackt so safe, dieser kleine Wichser, Mann. Digga, der mit seinem Modder im Namen, Mann. Oh. Er macht immer so komische Moves, Mann. Ich bin wieder kurz vor Orbi down. Wow, Alter. Ey, es war doch neulich schon mal in der Folge so ultra knapp, dass ich nicht vom Zug überfahren wurde. Ich höre nicht mal richtig hin. Jetzt, wie kommt man da rein ohne C4? Ja, da kannst du nichts machen gegen Capital Bra, wie er es geschrieben hat. Capital, Alter. So, welche Stellung kommt jetzt? Gibt es hier noch eine Stellung? Ich weiß es nicht, oder ist wieder die erste? Gehen wir lieber hier hin. Und da gibt es tatsächlich noch eine Stellung. Ich habe auch drei Pedals am Scuff, Alter. So, so muss man das spielen, Leute. Jetzt muss man hier einfach warten. Wenn einer kommt, dann hole ich ihn. Und wenn hinter mir einer, hinter mir kann keiner kommen. Das ist so der Trick an diesem Spot. Das Problem ist nur, es geht in dieser Lobby auch keine Sau in die Stellung. Es juckt die einfach nicht. Keine Ahnung, wo die jetzt rumlaufen. Oh, solche hier. Das sind Ehrenmänner. Von denen brauche ich mehr. Dröhnchen. Klar wirft er die S-Mine noch. So. Ey, diese drei Pedals, ich muss mich da so dran gewöhnen. Wo ist hier noch eine? Okay. Vielleicht sieht er mich. So, one off. Okay, Orbi haben wir. Das gibt's doch nicht, Mann! Guckt euch das an! Wahrscheinlich ist es legit, was der macht, oder? Ey, er sniped mich halt echt in dieser Sekunde, Mann. Was machst du da, Digga? Mann, ich hätte ihm so gern EMP in die Fresse gedrückt. Ey, das ist wirklich die beste Multiteam-Lobby überhaupt. Junge.
Boah, sehr gut, Digga. So gefällt mir das. Mann, aber es ist schon so ein bisschen, so minimalstes Feeling wenigstens. So, jetzt kriegt das EMP in die Fresse, Alter. Einfach nur, damit die sich aufregen darüber. So. Oh Gott sei Dank bist du erst auf den gegangen. Boah, das so muss das sein. Wie, habt ihr gesehen, wie viele Punkte das waren? Ja, das genieße ich richtig gerade. Man, so wisst ihr, wie schnell das RTC wäre, wenn jede Runde so wäre. Okay, nice. Nochmal Orbi-MP. Ich hab schon gedacht, der holt mich jetzt. Jetzt schnell hier rüber. Den nehme ich schnell mit. Der oben ist auch weg. Komm, wir nehmen die Punkte mit. Einfach so richtig, richtig Level geil, Alter. Richtig Level geil. Hello. Das ist doch nicht normal. Ich mein's ernst, Leute. Ist das normal? Im Übrigen, dieser eine Typ nimmt mir so die Ehre, Digga, dieser Prezity. Der macht 30 Kills mehr als ich. Das ist schon wirklich krass. Ich meine, klar, ich bin nicht, überhaupt nicht drin im Multiteam. Aber das ist schon heftig. Habe ich beide gekriegt? Jawohl, Alter. Geil, Mann. Das fühlt sich gut an. Mann, guck mal, wie geil das ist, so eine Runde zu spielen. Wie nice das einfach ist. Zukommt. Ich weiß auch die Stellungsreihenfolge hier leider nicht. Guck mal, das ist so random, Digga. Der Typ rennt los auf einmal. Teammate, Digga, er macht 30 Kills mehr als ich einfach. Ganz entspannt. Das ist schon wirklich, also wirklich heftig. Habe ich selten gesehen. Wirklich sehr selten. Vielleicht ist das ein, zweimal passiert. Wenn er mir erzählt, dass das Absicht war, was er gemacht hat. Er wollte durch die Tür und ist daneben gesprungen. Ich bin echt maximal tiltet heute. Der Typ, ich weiß nicht, wieso er immer den ersten Schuss auf mich kriegt. Ich treffe doch jede Kugel. Habt ihr es gesehen? Habe ich nicht jede Kugel getroffen? Ey, das ist krank. Wieso schluckt der denn so? Da kommt er wieder. Er spawnt doch sowieso wieder hier, oder? Ah, ich wollte unbedingt noch die Kills haben. Wie viel MP? Immerhin 7k. Einfach nochmal die Punkte mitnehmen. Jetzt haut er auch seinen Schwarm und seine Hunde raus, die er die ganze Zeit hatte. Er ist ein Ehrenmann, wirklich. Er hat sie nicht rausgehauen bis jetzt. Oder er hat es halt die ganze Zeit nicht geschafft, wovon ich aber mal nicht ausgehe. So wie er sonst spielt. Drohne. So. Das Ding ist irgendwie, normalerweise spawnen die hier anders. Ich check es auch nicht, wieso die jetzt so anders spawnen. Boah, das war ein gut EP, Alter. Das war ein richtig gut EP. Mit den ganzen Medaillen und so, die man dann auch kriegt. Leider ist Prezity oder wie der heißt jetzt Safe Call im Gegnerteam. Digga, guck mal, wie krank die Streaks hier eskalieren, Alter. Guck mal, ich krieg gar keine Kills mehr. Guck mal, er macht noch fast 100 Kills, Digga, die Streaks, Mann. Er hat so heftig gespielt, ohne Scheiß, GGs. GGs, Mann. Wenn er Legend spielt, GGs. Heftig.
zieh meinen Hut. So, das waren, guck mal, jetzt 8000 EP, man weiß ja nicht, wie viel Spielbonus noch ist. Ja, das war nice. Ja, guck mal, das sind alles, oh Gott, das sind ja alles Hacker in der Lobby, lol. Ja, safe ist die Lobby nicht legit, oder? Digga, die schreiben da jetzt irgendwelche Namen hin, Alter. Guck mal, wie traurig das ist. Wie traurig das einfach nur ist, Digga. Das fuckt so ab. Ich will mir seine Stats angucken. Ob das legit aussieht. Also von der Waffenreihenfolge sieht das extrem legit aus. Digga, das ist ein kranker Account, Mann, wirklich. Mal gucken, ob jetzt Aftermath kommt. Okay, Plaza Stellung. Jetzt spiele ich nicht. Guck mal, guck dir die Teamaufteilung an, Leute. Was soll ich noch machen? Sagt's mir, was soll ich noch machen? Was soll ich machen? Ich kann nochmal reinschauen und versuchen, eine andere Teamaufteilung zu bekommen. Lol. Von dem würde ich gerne noch ein paar treffen. Guck mal hier, wie geil. Wenn jetzt einfach die Lobby noch mit solchen Leuten gefüllt werden würde, ne? Einfach so eine zweite Runde noch spielen zu dürfen. Mann, ey, es hat eben so Spaß gemacht. Sogar, obwohl die Runde richtig schlecht war, hat es trotzdem Spaß gemacht. Das kann ja nicht sein, ey. Ja, da kann ich in der Zeit nochmal kurz hier. Die Lobby wird sie eh auflösen. Kann ich auch nochmal kurz von der Rabattaktion erzählen, Freunde. 20% mit Code RTC gibt es bei TryHard Plus gerade auf den Gaming Booster. Checkt auf jeden Fall mal die Seite ab. Links in der Videobeschreibung. Ihr werdet dort auf jeden Fall was finden. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade passiert. Wahrscheinlich wurde ich jetzt gerade zurückgesetzt, oder? Ah, das ist die Plaza Lobby. Vielleicht bin ich ja bei ihrem Team. Ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Bock habt, dann schaut mal dort vorbei. Gönnt euch. Und Werbung weg. So. Oh, scheiße, ich bin natürlich gegen ihn. Er hat 7-0 schon. Guck mal, wie schön das wäre, wenn man jetzt einfach in seinem Team gelandet wäre. Wisst ihr? Ich versuch's nochmal. Ich suche zu lange, bis ich in sein Team joine. Weil sonst bringt es eh nichts. Entweder er ist Hacker oder er ist der beste Spieler der Welt. Wir werden jetzt eh wieder Plaza joinen, deswegen ganz entspannt. Es gibt nur eine Lobby. Hab nie so drauf gegeilt, irgendwo rein zu joinen. So, Plaza. Gucken wir doch mal, oder? Muss eigentlich sein. Ja. Oh, wieder nicht in seinem Team. Guck mal, er hat gleich schon Nuklear. Guck mal, was das für Leute sind hier. Guck euch den Typen an. Wie hat er Multiteam gesucht? Er wirft erstmal zwei Granaten, bevor es losgeht. Er ist ein Ehrenmann. Ein really, really Ehrenmann. Ist mir jetzt auch egal, dass wir jetzt so eine Lobbysuche-Folge haben. Können wir jetzt gerade nicht ändern. Ist halt einfach so. Ich würde es auch gern nicht haben, aber ich will einfach mal ein bisschen schneller leveln. Sage ich, während ich nur Lobbys suche. Ja, Mann. Ich freue mich, komme jetzt eh wieder gegen ihn ins Team. Und so, jetzt seht ihr mal, und so ist es bei mir jeden Tag vor der Aufnahme eine halbe Stunde. Jeden Tag. Ach, Mann. Digga, nein. Mein Typ in meiner FL ist sogar in sein Team gejoint. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, no way. Das ist ja so lächerlich, Digga. Der Typ aus meiner Freundesliste. Ich kann einfach so in die Lobby wiederkommen, ne? So behindert. Ah, ist das lächerlich, Digga. Er ist einfach reingekommen. Ja, moin. Ich komme nicht klar. Es ist einfach frustrierend. Es ist einfach nervig. Es frustriert einfach zu krass. Mann, ist die Playsee gefreezt, oder? Nee, Server ist voll. Okay, gut. Obwohl der Server gar nicht voll ist, ist so lächerlich. Als ob ich Plaza gejoint bin.
Hä? Ich wollte Lobby Glitch und nicht Plaza joinen. Ich bin kein Unehrenmann. Das ist halt die beste Multi im Lobby überhaupt. Ich lade ihn jetzt einfach rein. Übrigens gucke ich gerade die ganze Zeit nebenbei vom Jungi zum YouTuber von Monte. Könnt ihr mal reinhören? 20er für Bier braucht. Und das über einen Monat gerechnet, da kommt da auch schon eine Summe raus. Und gerade in der. Bei Folge 3 bin ich gerade. Gönne ich mir. So, der Typ kommt raus. So, jetzt join ich in seine Lobby rein. Ist mir scheißegal. Es tut mir leid. Ich mache unehren Move, aber. Geht nicht anders. Jetzt habe ich eine andere Lobby. Alles klar, Digga. Ja, komm rein, Digga. Wisst ihr, Leute? Es ist einfach so dieser Frustfaktor, dass man einfach eine gute Lobby will und euch ein gutes Video zeigen will, aber man kriegt nichts von beiden, wisst ihr? Man kriegt nichts von beiden. Zielsucher Elsat heißt der Typ, Digga. Meine Fresse. Bin immer am Saufen, Leute. Das passt ja jetzt gerade zu der Beer-Story von Monte. Mit MB88 im Klartext. Seht ihr, das Leben, es gibt kein Schicksal, Freunde. Das Leben ist vorherbestimmt. Ich meine, es gibt keinen Zufall. Wahrscheinlich gibt es kein Schicksal. Ich will die grüne Ska wie in alten Zeiten. Ja, Digga. Mann, das hat so Spaß gemacht, gerade auf diese Leute zu schießen und so. Mann, einfach mal so eine Lobby wie hier. Ich meine, der Zielsucher ist, wird heftig abfangen. Diese 2 gegen 2 Leute, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber trotzdem, ey. Allein von den Farben, wie die Lobby aussieht. Viel schöner. Heute die maximale Beschwererfolge. Ich habe auch übelst Kopfschmerzen. Ich freue mich schon auf Zielsucher Elsat, wie der wo spielen wird. Das ist eine große Überraschung, denke ich mal. Okay, let's go. Weil wie er das Fenster zerschossen hat, Digga. Einmal vorbeispringen. Digga. Ja, Digga, du kannst gegen 4 Leute einfach nichts machen. Gegen 4 Leute, Alter. Ey, das ist ein Noob, der strafed mit der... Ja, habt ihr gesehen, wie gut der draufgeblieben ist, Leute? Besser geht's ehrlich nicht. Meine Gott. PDW-Monster, holt schon wieder mein ganzes Team. Hat aber sehr früh angefangen zu schießen. Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Macht so null Sinn. Jawohl, den richtigen hat es noch erwischt. Mein Ding jetzt fährt wieder hoch, ich kann wieder nichts entscheiden. Digga, als ob da Leute drüben sind. Es ist doch Sonntag, Mann, wenn ich das aufnehme. So, ich verstehe es nicht. Digga, die stehen da einfach auf... Ach. Ich bin so abgefuckt von allem gerade, ey. Merkt es bestimmt.
Feindliche Drohne ist natürlich richtig nice in meiner Position gerade. Ganz alleine als einziger roter Punkt auf dieser Seite der Map. Gegner sind auch leider nicht mehr vorhanden. Wieso sind da Leute auf dem Balkon? Ich verstehe es nicht. Also ihr müsst wissen, neben mir ist eigentlich ein Firmengebäude. Und die gucken mir jetzt einfach beim Aufnehmen zu, während ich das Licht so in der Fresse habe. Und es fuckt so heftig ab, Mann! Ich veräme, Digga, wie ein Hund. Wie One-Shot kann man sein? Und er trifft die richtige Entscheidung. Drei Leute angeschossen. Drei Leute angeschossen, Freunde. Junge, das fuckt mich so ab, dass die da sind, Mann. Das regt mich so heftig auf. Ey, ich krieg so Hass gerade, ehrlich.